Wenn du gerade darüber nachdenkst, App-Entwickler zu werden, dann ist es vielleicht viel einfacher, als du denkst, und es kann auch viel schneller gehen, als du vielleicht denkst. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die App-Entwicklung mit Jamit Labs. In diesem Video möchte ich mit dir einmal darüber sprechen, über Gespräche, die ich immer wieder mit jungen Menschen auch führe, wo es darum geht, App-Entwicklung könnte eigentlich eine ganz coole Sache sein, aber wie ist es denn mit dem Studium? Ich weiß nicht, schaffe ich das wirklich, ist es schwer und so weiter, aber im Prinzip um das Studium geht es in allererster Linie gar nicht. Natürlich lernst du im Studium super spannende Dinge, die dir auch später in deinem beruflichen Alltag sehr viel weiterhelfen. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung für diesen Job. Weil schau, in allererster Linie geht es um die Motivation dahinter, was zu lernen oder eben das Richtige zu lernen. Weil im Studium, du lernst wirklich sehr viel theoretische Dinge für den Background, um dir Wissen zu stärken. Das ist auch wirklich wunderbar und das wird dir im Beruf sehr viel weiterhelfen. Also ich möchte dir das nicht ausreden, so ist es nicht. Aber die Programmiersprachen, die wir gerade in der App-Entwicklung so im täglichen Umgang eben benötigen, werden dort meistens nicht gebracht. Das heißt, du lernst im Grundlegenden das Programmieren vielleicht, je nachdem welcher Studiengang, aber eben genau die Sprachen, die wir für die App-Entwicklung benutzen, sind da in der Regel nicht dabei. Unterm Strich bedeutet das also, du musst da selber ran und dir das auch beibringen. Jetzt ist es generell so, wenn du ja generell programmieren kannst oder eine Programmiersprache kannst, dann ist es einigermaßen einfach, auch eine andere Sprache noch zu lernen, aber man kann sich das auch wunderbar so beibringen. Wir hatten zum Beispiel bei uns in der Firma einen jungen 16-jährigen Kerl, der irgendwie da riesen Spaß dran hatte an der Entwicklung und der sich bei uns gemeldet hat, weil er gesagt hat, ja, irgendwie, ob ich jetzt, ich würde gerne meinen Job, mein Nebenjob quasi während der Schule im Edeka, wo er Regale eingeräumt hat, einfach durch was ersetzen, was mir eh Spaß macht, der Entwicklung. Er hatte da auch schon 2, 3 Erfahrungen, hat dann hier einfach angefangen, hat bei uns in den Ferien gejobbt, ein paar interne Dinge gemacht und hier einfach im Grunde tiefer in die App-Entwicklung reingelernt und ist jetzt mittlerweile dabei, sein Studium eben zu machen. Das heißt, der hat vor dem Studium schon bei uns angefangen und war zeitweise auch wirklich auch vor dem Studium schon auf einem Level wie andere hier in der Firma, die halt eben aus einem Studium kamen, weil er sich das im Grunde alles selbst beigebracht hat. Also das heißt, hier diese Praxis-Skills, die lernst du im Studium nicht allesamt. Studium ist wichtig, aber hier gehört eben noch vieles in der Eigenregie mit dazu. Auf jeden Fall ist generell die Entwicklung von Apps eine super spannende Sache und super geile Sache, weil du halt in der Regel relativ schnell etwas eben zum Beispiel auf deinem eigenen Telefon hast, was du selbst gebaut hast, dass du meistens auch mit einer Intention dahinter programmierst. Also wenn du zum Beispiel hergehst, sag ich, mach eine kleine To-Do-Verwaltung oder ähnliches, dann meist, weil du gerade irgendein Problem hast, das du lösen möchtest und es fühlt sich einfach grandios an, wenn du da selbst was entwickelt hast oder nach ein paar Tagen auf deinem Telefon hast und dir dein Problem, das du initial hattest, löst. Jetzt, wenn du dich grundsätzlich eben für die Mobilgeräte und die Entwicklung dort interessierst, gibt es im Grunde so ein bisschen die Frage, mit was startest du oder was sollst du programmieren lernen, was möchtest du programmieren lernen? Und da schauen wir uns mal an. Generell gibt es eigentlich erstmal 2 große Unterschiede. Wir haben einmal das Thema Games und wir haben einmal das Thema Apps. Unterm Strich, ganz klar, ich sag mal, beide sind Mobile-Apps, aber auch in den Stores ist es so unterschieden zwischen Games und Apps, weil hier in dem Game-Segment natürlich sehr viel geht es um Entertainment, Zeitvertreib und so weiter. Ich brauche ganz andere Skills, sind teilweise andere Programmiersprachen, mit denen ich da unterwegs bin, als jetzt in dieser App-Kategorie. Das ist das Thema, mit dem wir uns quasi beschäftigen. Wir sind also bei uns in der Firma gar nicht so sehr im Game-Markt unterwegs oder eigentlich gar nicht, sondern machen eben Apps für verschiedenste Themen. Und ja, also das ist grundlegend mal eine Entscheidung, die du treffen solltest. Willst du da eher in diese Entertainment-Geschichte oder interessiert dich eher quasi, sagen wir, Probleme im Alltag lösen und dafür Apps entwickeln? Und dann haben wir im Grunde eine zweite große Entscheidung, die es für den Anfang zu treffen gibt, was du eben lernen solltest, ist es eben, möchtest du auf Android unterwegs sein oder auf iOS? Ich sehe gerade verschrieben, Android, so. Und da ist es im Grunde die einfache Entscheidung oder der einfache Rat, wie du dir die beste Entscheidung triffst.
fang am besten mit dem an, wo du selbst irgendwie sehr gerne unterwegs bist und selbst ein Telefon eben hast. Weil wenn du jetzt zum Beispiel begeisterter Android-Nutzer bist, dann macht es total Sinn, auch mit einer Android-App zu starten, weil du eben dich mit dieser Plattform auskennst. Du hast in der Regel ein Gespür dafür, wie sollen sich Apps anfühlen, wie sollen sie aussehen, was fühlt sich richtig an. Das Gleiche ist natürlich auch, wenn du selbst ein iPhone benutzt, dann weißt du, wie iOS-Apps in der Regel aussehen. Das kann man gut trainieren, einfach zu wissen, auf was man da schauen soll, aber man kriegt mit der Zeit recht gutes Gespür dafür, was sich eben gut anfühlt. Und deswegen ist es wesentlich einfacher, quasi da einzusteigen, wo man selbst auch quasi das passende Gerät zu hat und damit zu beginnen. Dementsprechend gibt es dann eben für Android oder für iOS die jeweilige Programmiersprache. Im Android ist es in der Regel Kotlin, bei iOS ist es in der Regel Swift, in der man programmiert. Und da macht eigentlich am meisten Sinn, wenn du hier dann in die ersten Schritte gehst. So, genau wie am Anfang schon gesagt, wichtig ist halt einfach die eigene Motivation, da was lernen zu wollen und zu können. Es gibt super viele Möglichkeiten, dir hier passendes Wissen anzueignen. Also im Grunde, wenn du einfach mal in Google suchst, es gibt ganz viele Kurse, Möglichkeiten, was einzulesen. Wenn du hier Tipps brauchst, wo du dich am besten anfängst, mal was anzugucken, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Du kannst im Grunde ganz einfach hier in den Kommentaren direkt unter dem Video dich melden oder geh vielleicht einfach auf unsere Instagram-Seite jamitlabs.apps, am besten da gleich mal folgen und dann kannst du uns über die Direktnachrichten einfach kurz kontaktieren. Schreibe uns kurz, wenn das für dich interessant ist, du ein paar Tipps brauchst, wie du am besten auf welcher Seite mit dem Entwickeln anfängst und dann können wir uns einfach kurz bei dir melden und dir ein paar Tipps mitgeben auf deinem Weg in Richtung Mobile App Developer. Genau, von dem her, das war es auch schon wieder. Wie gesagt, lass gerne einen Kommentar da. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach über den besprochenen Weg. Von dem her, ich wünsche dir viel Spaß auf dem Weg. Es wird richtig spannend und glaub mir, es macht super viel Spaß, da eigene Dinge auf dem Telefon hinzubekommen. Lass dir es gut gehen. Bis dann. Ciao.